Also, herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Lieben. Schaut mal, wen ich da habe. Das ist der Gerhard. Gerhard, grüß dich. Hi, Tarek. Hi, mein Freund. Schön, dass du da bist. Ja, cool. Du hast dein Tesla Model 3 mitgebracht. Genau. Das Modell, Einsteigermodell. Früher hieß es ja Standard Range. Jetzt heißt es nur noch Model 3. Er hat die 60 Kilowattstunden LFP-Akku drin, ne? Genau. Aber du hast noch das Glück gehabt. Du hast nämlich das schnellere Auto. Genau. Ich habe noch den Performance-Motor mit 325 PS und von 0 auf 100 in 5,6 Sekunden. 5,6 ja. Anstatt 6,4 oder 6,2, was die neuen aktuellen Modelle jetzt schaffen. Tesla hat leider die Preise erhöht. Das Teil kostet ab sofort 7.000 Euro mehr und es gibt nur noch 5.000 Euro BAFA-Förderung. Ich habe heute den Polestar 2 dabei. Was machen wir denn heute überhaupt? Wir ermitteln Ladeverluste und dann den Verbrauch. Bitteschön! So, das schneide ich nicht raus, das lasse ich drin. So ist das nun mal, ne? Ja. Wir suchen uns halt Plätzchen, wo wir drehen können. Aber wir ermitteln heute von beiden Autos den Verbrauch und Ladeverluste, sozusagen echten Verbrauch. Weil, was heißt echter Verbrauch? Leute, wenn ich für 100 Kilometer laut Bordcomputer nur 20 Kilowattstunden verbraucht habe, aber an der Ladesäule für 100 Kilometer 24 Kilowattstunden nachladen muss, dann ist für mich das der echte Verbrauch. Ja. Ne? Ladeverlust hin und her. Also mit Begriffen und mit Wörtern hin und her schmeißen, das sollt ihr machen. Aber letztendlich ist das, was das Auto verbraucht, was ich am Ende nachladen muss. Durch Hitze, durch Kabel und so weiter, verpufft noch Strom und so weiter. Aber interessiert doch niemanden. Letztendlich, was zahle ich dafür für 100 Kilometer? Und das ist dann mein tatsächlicher Verbrauch für 100 Kilometer. Ne? Erzähl mal, wie bist du zufrieden mit dem Tesla Model 3 so bis also, jetzt? Also ich bin momentan sehr zufrieden. Ja. Also ich kann mich nicht beschweren. Er verbraucht sehr wenig. Ja. Laut Bordcomputer. Wir werden ja sehen, ob wir es wirklich stimmt. Wir werden sehen. Viele sagen ja, Tesla, Bordcomputer und Ladesäule ist was zwei ganz anderes. Aber dafür habe ich ja den Polestar 2 mitgebracht. Das ist übrigens das Long-Range-Modell. Ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar. Der hat die 78 Kilowattstunden Batterie, 231 PS und 0 auf 100 in 7,2 Sekunden, so viel ich jetzt weiß. Aber darum geht es heute nicht. Es geht nur darum, bei dem machen wir das Gleiche. Wir fahren gleich mit dem Gerhard 50 Kilometer. Gucken, was der Bordcomputer uns anzeigt für 50 Kilometer an Durchschnittsverbrauch. Beide haben jetzt etwas über 50% drauf. Das werden wir uns gleich genauer angucken. Ja. Fangen gleich mit dem Model 3 an und dann nehmen wir uns den Polestar 2 vor die Brust. Kommen wieder hier an die Ladesäule. An der Autobahnraststätte Siegerland West sind wir übrigens. Ja. Und gucken, was wir real nachladen müssen für die gefahrene Strecke und ermitteln somit für 100 Kilometer die Warenkosten und den Warenverbrauch beziehungsweise was die Autos brauchen. Ja. Ne? So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Jetzt geht's erstmal los hier. Kandidat Nummer 1, unser Tesla Model 3 von Gerhard. Gerhard, mein Freund, bist du bereit? Ja, klar. Warum? Dreh dich mal um. Elektrowhite. Cool. Leute, ab sofort, wer Bock hat, wer Elektrowhite auf seiner Brust oder auf seiner Schulter, wie der Gerhard, tragen möchte, einfach hier unten in den Link in die Beschreibungsbox reingehen. Da findet ihr ganz viele T-Shirts. Gerhard hat sich eins besorgt. Und genau, die Qualität ist super. Also ich muss ehrlich sagen, richtig cool. Das freut mich. Die sind angenehm. Und ich habe es nicht mitgebracht, oder? Das hast du dir selber. Ich habe mir das selbst gekauft. Ihr könnt auch gucken, im Video habe ich das kommentiert, dass ich mir das bestellt habe. Geil. Also, wer Bock hat, in der Beschreibungsbox. Jetzt geht's aber los mit dem Tesla Model 3. Ich fahre Gerhard, oder? Genau. Genau. Und du fährst gleich den Polestar. Wie findest du den Polestar überhaupt so erstmal? Ich finde ihn echt klasse. Also ich hätte nicht gedacht, dass er so hoch ist. Also man kommt super bequem rein. Das stimmt, ja. Weil wenn man das jetzt mal so von der Seite anschaut, ist der Polestar 2 schon, auch trotz den 20 Zöllern, schon deutlich höher als das Model 3. Ne, schaut mal hier. Ja. Du hast jetzt die 18 Zöller drauf. Genau, ich habe die 18 Zöller drauf. Genau, steht dem aber auch sehr gut. Ne? Ja. Die 18 Zöller, die finde ich richtig klasse. Viel schöner als die originalen Felgen. Aber der ist natürlich halt tiefer. So. Ja. Jetzt labert der Tarek wieder zu viel. Jetzt let's go. Let's go. Aber schaut mal hier, Model 3, nochmal Model 3 mit zwei Kindern. Denn Gerhard hat zwei Kinder. Da passen auch zwei Kindersitze rein, mein Freund, ne? Ja. Aber manchmal auch zu eng bestimmt, oder? Ja, manchmal. Okay. Ja, also wenn man bequemer sitzen will auf dem Sitz, gell, und man fährt noch ein bisschen zurück, dann meckern die Kinder schon. Ja. Ja. Okay. Ja.
quatschen wir gleich mal. Ja. So sieht das dann hier innen aus. Ah. Wie viel Prozent haben wir im Akku, Gerhard? Wir haben 55% im Akku. Haben als Ziel jetzt hier irgendeine Adresse uns ausgesucht, was 31 Kilometer zurückliegt. Denn damit wir hier an der ENBW-Ladesäule an der Raststätte Siegerland West mit knapp 50 Kilometern ankommen. Jo. Haben uns gut ausgerechnet, gell? Ja. Ja, also. Haben wir auch einen Lack für gebraucht. So, meine Lieben, jetzt Tesla Model 3. Und soll ich euch was sagen? Ich habe das Tesla Model, Tesla allgemein sehr oft kritisiert. Ne? Hier, Display zu tief, zu hart. Aber trotzdem sage ich es immer und immer und immer wieder gerne. Es macht unheimlich viel Spaß. Es macht richtig viel Spaß, Tesla zu fahren. Würde ich mir trotzdem nicht kaufen, aufgrund meiner eigenen persönlichen Geschmack, weil auf Langstrecke möchte ich persönlich schon mehr Komfort haben. Ich möchte mehr besseren Federungskomfort haben. Aber ändert nichts an der Tatsache, dass das Auto sich wie ein Go-Kart fahren lässt. Ne? Und ja, einfach nur Sportfeeling pur, wirklich. Ne? Wir aber jetzt Tempomat auf 120, nee, dann stellen wir das mal auf 120. So, Tempomat 120, Außentemperatur haben wir 5 Grad Außentemperatur, Sonnenschein und Wind. Nur damit das jetzt klar ist, ich bin gespannt auf das Ergebnis. Was meinst du, Gerhard? Also ich hoffe, der schneidet gut ab. Ja, ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass er besser wie der Polestar 2 abschneiden wird, ne? Allein schon wegen der Bauform. Aber wisst ihr, es gibt auch Menschen, die entscheiden nach Bauch und nach Emotion und nach Geschmack, was die Optik und Design angeht. Und ich persönlich bin dann eher beim Polestar 2. Ne? Und, hier rechts. Ja. Gut, dass du mich... Gut, wenn der Tarik anfängt zu labern hier. Sonst wären wir jetzt in Olpe gelandet. Ja. Egal. Dann hätten wir es nicht geschafft. Ja, was ich sagen wollte, das Tesla Model 3 ist definitiv effizienter, allein schon wegen der Bauform und wegen dem CW-Wert. Das wissen wir mittlerweile. Aber, wie sieht es dann in der Realität an der Ladesäule aus? Gerhard, erzähl mal. Du hast ja das Gefühl, irgendwie... Das Auto zeigt dir am Bordcomputer was an. Genau, aber also wenn wir den tagtäglich fahren, ja. Und sag ich mal, wir laden den einmal die Woche auf. Ja. Und dann fahren wir, sag ich mal, tagsüber montags bis freitags und dann zeigt der Bordcomputer 30 Kilowatt Verbrauch an, aber der Akku ist dann trotzdem irgendwie leer und man muss nachladen. Also, okay. Ja. Also die Vermutung nach großen Ladeverlusten oder nach Abweichungen am Bordcomputer. Sind da. Ja, auf jeden Fall. Und das werden wir heute feststellen. Vor allen Dingen im Vergleich zum Polestar 2, da bin ich wirklich gespannt drauf. Ja. Gerhard, mein Lieber, erzähl mal, du hast das Auto jetzt seit 5000 Kilometern, oder? Genau, 5700 Kilometer sind wir damit gefahren. Okay, und was hast du jetzt mittlerweile für ein Gefühl? Würdest du dir nochmal ein Tesla Model 3 holen oder sagst du, näher doch lieber nicht oder vielleicht doch was anderes? Also was hast du jetzt so ein kurzes Fazit? Also ich mag den Tesla Model 3, wir fahren ihn auch super gerne, aber ich würde auch mal gern was anderes ausprobieren. Weil, ja. Ja, klar. Andere Autos ziehen auch langsam hinterher. Du hast ja noch einen Verbrenner, glaube ich, oder? Ja, ich hatte einen Verbrenner. Okay. Den habe ich jetzt auch verkauft, weil wir von der E-Mobilität überzeugt sind. Okay, ja. Das heißt, ein zweites Elektroauto? Genau, kommt. Kommt? Ja, kommt. Was wird es? Es wird ein Fiat 500. Ein Luigi! Ja. Ey, herzlichen Glückwunsch. Danke. Geil. Egal. Welche Farbe? Rosé Gold. Ach, meine Frau. Cool. Hat für uns deine mega Frau, ja? Gefallen. Mega gefallen. Ja, richtig Hammer. Schöne Farbe. Hammer. Ja. Wer soll damit angeblich fahren? Meine Frau. Ja, glaub mir, du wirst damit auch sehr oft fahren. Ja, ein Cabrio. Ja, schön, freut mich. Ja. Freut mich. Und ja, Tesla Model 3, willst du den jetzt noch lange behalten oder was denkst du dir? Also, wir sind am überlegen, uns vielleicht noch ein anderes Auto zu holen, den Tesla Model 3 zu verkaufen und uns was anderes zu holen, was ein bisschen komfortabler ist, weil der ist schon wirklich ziemlich hart abgestimmt. Okay. Ja, auf lange Strecken merkt man das schon. Okay, ja. Also hier auf der Autobahn merkt man das nicht so, aber wenn die Straßen ein bisschen schlechter werden, merkt man schon das harte Fahrwerk. Ja. Es macht Spaß. Ja. Ja. Und wenn man das mag, dieses harte Fahrwerk, ist das Tesla Model 3 wirklich. Es gibt ja mittlerweile super Fahrwerke, die man extra eintauschen kann oder auch einbauen, aber
Warum soll ich dann nochmal 2.000, 3.000, 4.000 Euro drauf investieren? Das Fahrwerk ist eigentlich super. Also wenn es wirklich holprig wird, dann merkst du es schon. Aber auf der Autobahn ist es wie jedes andere Fahrwerk auch. Mhm. Ja. Also ja, na, so ist das. Also es macht Spaß, Sportlichkeit, wer drauf steht, gerne. Ja. Aber ich höre wirklich mittlerweile, ich kenne viele Tesla-Fahrer, Leute übrigens. Und teilweise auch wirklich Tesla-begeisterte Menschen. Die sagen aber alle trotzdem, das Ding ist knüppelhart. So, Halbzeit, meine Lieben. Wir sind jetzt hier irgendwo, wo sind wir denn jetzt hier? In Rüblinghausen. Ja, Außentemperatur 6 Grad immer noch. 45% jetzt mittlerweile im Akku. Jetzt wenden wir und fahren wieder Richtung Raststätte Siegerland West. Gib mal ein bitte, wie viele Kilometer das dann werden. Jetzt links abbiegen auf linke Straße. Also 18 Kilometer. Wie viele Kilometer haben wir bis jetzt gemacht? Ja, dann sind wir bei knapp 49, dann landen wir so bei 50. So, was haben wir für einen Durchschnittsverbrauch momentan? 17,3 Kilowattstunden. Uiuiui, mega. Schlecht. Das wird der Polestar nie im Leben halten können, nie im Leben. Aber was sagt die Ladesäule? Das sehen wir gleich. So, endlich angekommen hier Siegerland West bei unserer ENBW-Ladesäule. Gerhard, mein Lieber, ja. Was haben wir jetzt hier für Daten? Zeig mal. 50 Kilometer haben wir jetzt gemacht. Auf den Punkt. Und 18 Kilowattstunden laut Bordcomputer. Und wir werden jetzt, wir haben jetzt 38% im Akku, haben angefangen mit 55%, werden ihn jetzt auf 55% hochladen. Ja, und dann gucken, was geht rein, was geht raus, Bruder. So, meine Lieben, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Die Stunde der Wahrheit für das Tesla Model 3. Einmal anstecken und auf 55% einmal hochladen, bitte. Es geht los. Er kann ja vom Werk aus 170 kW genau. ziehen, ne? Genau. 170. 170. Hatten wir damals auch probiert. Übrigens, meine Lieben, das Video mit dem Gerhard und mir und dem Tesla Model 3, wir haben ja ein Reichweitenvideo gemacht genau. und ein Ladezeittestvideo gemacht. Ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht von dem Auto. Bin immer noch sehr begeistert von dem Auto. Technisch gesehen, Link ist unten. Aber, was macht er jetzt hier? Wir sind bei 92 kW gelandet. Und 39%. Wir laden ihn jetzt auf 55% hoch und gucken uns an, was hier steht und was dann bei 100 Kilometer denn so drin wäre. Das wird jetzt sehr, sehr, sehr spannend hier. Wir sind bei 54%. 54% nachgeladen, 10,3, 10,4. 55%, 10,4. Ja, mein Bruder, jetzt Fazit. Wir haben es geschafft. Also laut Bordcomputer 18 Kilowattstunden. Ja. Ne? Und laut Ladesäule tatsächlich nachgeladen. Natürlich Ladeverluste, ich weiß. Aber letztendlich ist das ja unser eigentlicher Verbrauch. Genau. Ne? Was braucht das Auto für 100 Kilometer? 21 Kilowattstunden. Was zeigt der Bordcomputer an? 18 Kilowattstunden. Und prozentual, wie hoch ist die Differenz zwischen Bordcomputer und Ladesäule? Schreibe ich euch jetzt rein. Kein Bock zu rechnen, kein Bock zu rechnen. So, der Gerhard freut sich jetzt auf den Polestar. Ich bin gespannt. Ja, und ich bin gespannt, was da für ein Ergebnis rauskommt. Nochmal, nochmal, nochmal. Es geht in diesen Tests nicht darum, was die Autos verbrauchen oder brauchen, sondern wie hoch ist die Differenz zwischen der angezeigten Wert am Bordcomputer und am Ende nachgeladener Energie an der Ladesäule. So, Gerhard, mein Freund. Dein erstes Gefühl im Polestar 2, jetzt im direkten sehr, Vergleich. Sehr schick. Ja. Also qualitativ, hochwertig, gut verarbeitet, fühlt sich alles wirklich sehr schön an, muss man ehrlich sagen. Mhm. Also, tolles Auto. Ich bin auch ein Riesenfan von Polestar. Die Leute, die meine Videos schon kennen, ich habe den Polestar Standard Range übrigens auch auf die Reichweite und Ladezeit getestet. Ladezeit war jetzt natürlich nicht so schnell wie bei Tesla. Der Verbrauch ist auch laut Bordcomputer höher wie bei Tesla. Ja. Aber man hat halt andere Vorteile, ne? Gewisse Nachteile und andere Vorteile. Ne? Ich denke auch, dass sich das alles
anders anfühlt und anders anfassen tut. Ne? Der Sitz auch bequem. Also ja, genau. Man sitzt auch hier, die Knie sind viel besser im ja, Sitz drin. Wir haben hier eine ausziehbare Wahnsinn. Schenkelauflage, ja. Was ich einfach geil finde. Ne? Das ist einfach mega. Wahnsinn. Also Polestar hat echt was Tolles gezaubert. Mhm. Es gibt schon einige Sachen, die mich hier auch nerven. Viele kritisieren hier Becherhalter, stimme ich zu. Ja. Hier hat das zweite nicht verloren. Ich hätte mir hier vorne zwei Becherhalter gewünscht. Aber ich habe keine Probleme mit der breiten Mittelkonsole zum Beispiel, weil wir sind beide nicht größer als 1,80. Ich bin 1,73, du bist? 1,73. 1,73, ja, weißt du mal, wir sind beide gleich hoch. Also bis 1,80 Meter oder 1,84 Meter sogar hätte man hier definitiv genug Platz. Also nach oben hin, mega. Ja, nach oben, stimmt. Ja. Trotz Glasdach. Ja. So, Gerhard, und deine ersten Meter im Polestar, jetzt direkt im Vergleich zu Model 3. Sitze, super bequem. Ja, gefällt dir? Ja, gefällt mir richtig gut. Also ja, das Fahrwerk ist ganz anders. Ja, viel, viel weicher, man merkt das kaum. Weich, also, aber trotzdem straff genug. Genau, also, ne? Also jetzt, das Lenkrad ist sehr straff, gell? Also der liegt auch sehr gut am Gas, ja. Der Polestar. Also, ja, wir haben hier ein Long-Range-Modell mit Frontantrieb, 231 PS. 0 auf 100 in 7,2 Sekunden. So. Ja. Tarek. Ja, meine Lieben, jetzt noch mal eine kleine Info für alle. Wir haben uns ja mit dem Gerhard da an der Raststätte getroffen. Gerhard ist auch Autobahn gefahren vorher. Genau. Ne? Und angefangen haben wir mit dem Model 3 und das Model 3, die Batterie war ja noch warm. Genau, ich bin auch relativ zügig gefahren, muss ich ehrlich zugeben. Genau. Ja. Wollten wir jetzt nur mal so erwähnen, um der Richtigkeit halber, denn der Polestar, natürlich bin ich auch 90 Kilometer Autobahn gefahren, aber der stand da jetzt 40 Minuten, genau. Ne? Bei 6 Grad Außentemperatur. Nur mal zur Erwähnung. So, Gerhard, erzähl mal, was hast du jetzt so für ein Gefühl? Super, also nicht zu vergleichen. Ja. Also, okay. Du merkst, was gefällt dir besonders jetzt im ersten? Der Fahrkomfort. Fahrkomfort? Fahrkomfort. Wir sind vorhin auf der Brücke gefahren mit meinem und ich hatte die Kamera in der Hand gehabt und man hat es richtig gesehen. Man sieht es auch wahrscheinlich in der Kamera, dass das Bild gewackelt hat. Mhm. Hast du hier im Polestar nicht, wenn du über die Brücke fährst. Das merkst du zwar schon ein bisschen, aber er federt einfach weicher ein. Ja. Liegt also aber trotzdem satt auf der Straße. Mega, also und der Einstieg und Ausstieg ist ein bisschen bequemer, weil er halt ein bisschen höher ist. Genau, ne? Also beim Aussteigen, an Einsteigen ist es echt... Wie findest du den Sitz? Sitzkomfort? Welten besser. Echt? Welten besser. Okay. Also. Nicht falsch verstehen, ich zwinge ihn nicht dazu. Ne? Das ist seine also, Meinung. Das ist meine Meinung. Also vom Rücken her nehmen sie sich nicht viel. Von der Sitzauflage ist der Polestar auf jeden Fall. Ja, absolut. Das ist klasse bequemer gemacht, und das ist die echt Beine sind besser drauf. Also ja, nicht schlecht. Und da sind wir mit dem Polestar auf unserer dem Zwischenstopp. Von in der Trift für anderthalb Kilometer folgen. So, warte. Route abbrechen. Navigation wird beendet. So. Navigiere mich zum Raststätte Siegerland West. Nach Tank und Rast Raststätte Siegerland West navigieren. Ja, perfekt. Ich sage diesen Zauberwort nicht, womit man auch die Handys aktiviert, damit ihr zu Hause am Zuschauen seid und mit Android guckt, damit eure Handys euch jetzt in Ruhe lassen. Natürlich könnte man ihn auch mit diesem Zauberwort aktivieren. Ja. So. Also, 21 Kilometer zurück. Wir haben jetzt Zwischenstand. Gerhard, du lebst noch? Ich lebe noch. Ich cool. Sitze gut. Also, es ist ein schönes Auto, lässt sich gut fahren. Ja. Ist auch. Jetzt hör auf, hier zu schwärmen, sonst schalten die Tesla-Fanboys jetzt ab hier. Also, das geht nicht. Also, Tesla ist auch gut. Wir wollen das natürlich ja nicht mal sagen. Also, Tesla, Over-the-Airs-Updates, prima. Ja, Software läuft super. Scheibenwischer funktionieren auch wieder. Mittlerweile. ja, funktioniert endlich. Ja. Ja. Aber. Aber es gibt mittlerweile auch andere gute Elektroautos. Genau. Na, mittlerweile. Und Polestar 2 gehört dazu. Wir sind jetzt hier an unserer Ladesäule angekommen. Da ist ein Skoda Enyaq am Laden. Wir können aber ruhig den Triple Charger auch nehmen. Ist ja nicht schlimm. Da steht auch das Model 3 von Gerd.
So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wir gehen natürlich beide davon aus, dass der Polestar mehr verbraucht hat als der Tesla. Das stimmt. Was sagt denn unser Verbrauch? Oi, 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 oi. Warte, ich zoome mal ein bisschen ran. So, was sagt denn 21,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer? Komischerweise, wir sind exakt die gleiche Strecke gefahren, zeigt er uns aber 48,2 Kilometer an. Genau. Das verstehe ich jetzt nicht, ne? Da siehst nicht. Du mal, wie unterschiedlich die Kilometerzähler sind. Wir sind exakt die gleiche Strecke gefahren. Genau. Und beim Tesla hat er genau 50 Kilometer genau angezeigt. 50. Also Tesla hat 1,8 Kilometer mehr gezeigt. Dann bedeutet das, ja gut, an dem Durchschnittsverbrauch würde das jetzt nicht viel ändern, ne? Wenn wir jetzt noch einen Kilometer mehr gefahren wären. Das an dem stimmt. Durchschnittsverbrauch. Weil wir sind ja die gleiche Strecke gefahren. Richtig. Also, ab zur Ladesäule. Let's go. Let's go. Wir kriegen leider keinen Peak hier, weil der Skoda Enyaq am Laden ist. Obwohl, das ist ein 300 kW Charger. Könnte sein, dass wir doch den Peak erreichen. Mhm. Mal gucken. So. So. Jetzt wollen wir mal das Ding aufladen. Nicht erst aktivieren? Säule erst aktivieren? Typisch Tesla-Fahrer. Das ist typisch Tesla-Fahrer. Scheiße. Guck mal, nimm den Stecker raus und steck schon rein. Autocharge, ich weiß nicht. Ja, ich weiß. Jetzt kommen die Tesla-Boys und sagen, ja, so muss das sein. Ihr habt alle recht. Ja. Ja, so muss das sein. Einfach raus und reinstecken. Warum noch aktivieren und bla bla bla. Autocharge gibt es schon genug bei Ionity und NBW, aber unser Polestar ist ja noch nicht aktiviert. Also, mein Freund, erst Ladesäule aktiviert. Ich mache erst mal auf. Ja. So. Kannst ja nichts dafür. So. Nehmen wir den Stecker links, ne? Also, wir laden den Polestar jetzt auf 53%. Wir haben angefangen mit 53%. Genau. Und gucken, wie viel Energie wir dann reinballern. Und rechnen das hoch auf 100 Kilometer. Ja, der Skoda Enyaq hat sich übrigens verabschiedet, der Kollege. Ich habe ihn einmal böse angeguckt, so. Dann ist er gerade weg. Dann ist er weg. Nein, alles gut. So, 0% Ladezustand ist nicht gut. So, den linken Stecker wollte das Auto nicht nehmen. Oder die Säule wollte nicht irgendwie. Wir haben jetzt auf jeden Fall den rechten Stecker genommen. Genau. Und es geht los. Wir haben 40% im Akku und auf 53% möchten wir hochladen. So, jetzt geht's los. Ich schätze mal irgendwas mit 75, 80 kW Ladeleistung, oder? Ja. 44, 53. Boah, na komm, die 70 will ich schon sehen. 70, sehr gut. Noch mehr. 80, kriegen wir die 80? Kriegen wir auch. Kriegen wir mehr? Sehr gut. 90, 92 kW. 94, sehr gut. Und wir knacken die 100 kW. Geil. Das ist geil. 110, 112, 104. Ey, wir werden ja richtig verwöhnt hier heute. 126 und es geht noch weiter. Okay, okay. Jetzt pendelt er sich ein bei 120. Ja, bei 42% 120 kW. Ist okay, oder? Ja. So, meine Lieben, mittlerweile 50%. Bei 53 stoppen wir das Ergebnis. Okay, das ist mega interessant gerade. Leute, schaut mal. Unser Tesla Model 3 hat 10,5 Kilowattstunden gebraucht für die gleiche Strecke. Und der Polestar ist nicht weit davon entfernt. Jetzt jeden Moment. Ey, Wahnsinn. Wenn er jetzt wirklich genauso viel gebrauchen würde, ne, wie das Tesla Model 3, ey, da war ich jetzt baff. Leute, das ist mega spannend jetzt. Kriegen wir die Zeit vom Tesla Model 3? Nicht die Zeit, sondern die Menge an Energie. Ja, 10,45. Das gibt's doch nicht, Gerd. Ey, ich bin baff gerade, weil 10,5 exakt der gleiche. Der Tesla hat genau, wo der umgesprungen ist, auf 10,44 gezeigt und der Polestar 10,45. Wahnsinn. Okay, wir sind gerade richtig baff beide. Wahnsinn. Wir sind richtig baff. Hätte ich nicht gedacht. Weil für 100 Kilometer hätten wir dann nachgeladen 21 Kilowattstunden. Genau. Was zeigt der Bordcomputer an? 21,2. Leute, schaut mal.
21,2. Das heißt, kaum Differenz. Ich bin baff. Ich bin auch. Du bist sprachlos. Zeuge. Ich bin sprachlos. Gott sei Dank bin ich nicht alleine den Test am machen. Gott sei Dank ist Gerhard bei mir und ist Zeuge. Vor allen Dingen mit den 20 Zöllern, gell? Im Unterschied zwischen den 18 Zöllern. Wow. Wow. Ich bin wirklich baff, Leute. Puh, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Ich auch nicht. Ich habe ungelogen. Ich habe mindestens mit 2 Kilowattstunden mehr gerechnet beim Polestar. Weil man denkt ja immer, Polestar verbraucht sehr viel, allein schon wegen der Schnauze. Guck mal hier, ne? Der ist hier, hat einen höheren Aufbau und hier ist ja gerade, das Model 3 ist ja viel anders gebaut. Aber Bordcomputeranzeige 18 Kilowattstunden, Real 21, Bordcomputeranzeige 21,2 Stunden, Real 21 Kilowatt. Boah. Puh, was sagst du, Gerhard? Ich bin echt sprachlos, muss ich wirklich sagen. Ich dachte, der Tesla macht das Rennen. Ich auch, 100%, aber 100% dachte ich das. Dass es jetzt so ausgeht. Okay, ich schreibe euch jetzt hier unten nochmal rein. Exakt. Tesla Model 3, so und so viel Anzeige, so und so viel Real, so viel Abweichung, so viel hätte es gekostet. Nicht am Supercharger, sondern am MBW. Und Polestar schreibe ich euch auch rein. Und vor allen Dingen jetzt im Vergleich. Wow. Vielleicht sollten wir das im Sommer mal wiederholen. Auf jeden Fall, das müssen wir machen. Ich muss gucken. Oder liegt ein Fehler vor bei einer Säule? Nee, glaube ich aber nicht. Ne? Ich glaube das auch nicht. Wir sind genau die gleiche Strecke gefahren, genau das gleiche Tempo. Wir haben alles gleich gemacht. Also geil. Ich kann es mir auch nicht erklären. Wahnsinn. Dass der Polestar so gut abgeschnitten hat, hätte ich nicht gedacht. Wahnsinn. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das sollte jetzt nicht so ein Schnickschnack-Video sein. Hier Vergleich, der ist besser, der ist schöner, bla bla bla. Einfach nur mal zeigen. Ladeverlust, Verbrauch und real, was die Autos auf 100 Kilometer brauchen. Genau. Ja, ich hoffe, wir konnten euch damit irgendwie behilflich sein. Gerhard, danke, dass du mitgemacht hast. Danke, Tarek, dass du mich wieder eingeladen hast. Eins der coolsten Elektrobikes da draußen. Mittlerweile 13.000 Elektrobikes. Ey, schön, dass ihr alle dabei seid. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Video. Ciao. Mach's gut.